Echt geile Kulisse. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt gerade befinde. Auf der Motorradtour jetzt habe ich zufällig dieses Kieswerk oder was das auch ist hier entdeckt und habe beschlossen für euch das Review hinter dieser super geilen Kulisse zu machen. Also bis gleich, Freunde. Jo, vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Harley-Davidson wurde gegründet 1903 in Milwaukee, Wisconsin, von William Harley und Arthur Davidson. 1904 kam dann das erste Motorrad auf den Markt. Und ja, seitdem ist Harley-Davidson eines der ältesten Motorradhersteller der Welt. Noch älter wären zum Beispiel Husqvarna, schwedischer Motorradhersteller. Dann haben wir noch die Royal Enfield, die britische Hersteller, hervorgegangen aus einer britischen Manufaktur für Waffen, glaube ich, war das. Und die haben mit 1901, glaube ich, die ältesten Motorräder hergestellt. Triumph 1902. Das erste Serienmotorrad herausgebracht und ja, Harley-Davidson gehört zu eines dieser vier ältesten Motorradmanufakturen. So, die Harley-Davidson V-Rod oder mit der korrekten Komplettbezeichnung VRSCA steht für V-Twin Racing Street Custom Alpha. Also, sie basiert auf dem Motor der Harley-Davidson Werksrennmaschine VR1000 und wurde dazu mal von Porsche entwickelt oder mitentwickelt und hat dementsprechend auch ordentlich Bums, würde ich mal sagen, für so eine Shopper mit 117 PS bzw. 86 Kilowatt ist es doch ordentlich Leistung. Jo. Wir haben hier ganz Harley-Davidson untypisch einen Kühler, der nicht luftgekühlt ist, sondern wassergekühlt ist. Hier vorne haben wir Doppelscheibenbremsen, schöne große Doppelscheibenbremsen, die packen auch ordentlich zu. Viel Chrom, sieht echt richtig hammergeil aus. Hinten haben wir eine einfache Scheibenbremse. Im Gegensatz zum Modell von 2002, wo ja die ersten Modelle rauskamen, wurde das Heck geändert und die Reifendimensionen hinten sind auch von 180 oder 190 mm auf 240. Also richtig dicke 240er Schlappen. Jo. Die Besonderheit noch oder der Bruch mit der Harley-Davidson-Norm, sage ich mal, ist auch im Motor selber zu finden. Wir haben hier nicht mehr die Anordnung in 45 Grad der Zylinder, sondern in 60 Grad. Hubraum haben wir hier 1131 Kubikzentimeter. Super starkes Drehmoment mit 105 Newtonmeter bei 6600 Umdrehungen pro Minute. Ordentlich Traktion hat das Baby hier, würde ich mal sagen. Und ja, eine weitere Modifikation von 220 auf 240 km/h. So. Im Allgemeinen ein super schönes, gelungenes Motorrad, was nicht Harley-Davidson typisch ist, aber rein technisch das Beste, was Harley-Davidson jemals auf den Markt gebracht hat. So.
So. Wir haben hier noch, sehe ich gerade, Doppelschleifenrahmen aus Stahl. Wir haben Telegabel, zwei Armschwinge haben wir hier hinten aus Alu. So, ja. Sitzhöhe haben wir um die 70 cm, 69 cm. Und ja, Verbrauch so um die 6 Liter, je nachdem, wie die Fahrweise ist. Man kann das Baby natürlich auch auf 8 Liter bringen, aber so zwischen 6 und 7 Liter sind das schon. Der Tank ist nicht hier, sondern hier unterm Sitz. Ja. Hat aber dann auch wiederum den Vorteil, dass der Schwerpunkt sehr weit unten liegt und trotz des hohen Gewichts von 300 Kilo vollgetankt kann man das Fahrzeug dennoch recht gut manövrieren. Genau. Tankinhalt bei der 2007er sind wir bei 18,9 Litern. Die Anfangsmodelle hatten, glaube ich, nur 15 Liter. Also das ist ebenfalls eine weitere Modifikation zur 2007er. Ja. Das ist meine V-Rod 2007. Die 2008er, die wäre dann noch etwas PS stärker. Ich glaube, durch die Hubraumbohrung haben wir da dann oben die 125 PS und auch 115 Newtonmeter statt die 100 mm und was haben wir jetzt gerade? Ich glaube, es so um die 105 Newtonmeter. Ja. Genau. Im Gegensatz zu der 2008er haben wir hier einen Hubraum von 1130 sowas und die 2008er, die hat dann 1246 Kubikzentimeter und auch das Vorderrad war, glaube ich, ein Speichenrad. Aber ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich dann doch für die 2007er entschieden habe und nicht die 2008er, weil Speichenräder mag ich nicht so, hatte ich schon mal gehabt. Ja, ich wollte dieses Modell und ich denke, das ist doch recht schön. Vielen Dank fürs Einschalten und schaut mal gelegentlich wieder bei mir vorbei. Ich denke, da gibt es immer wieder interessante Reviews und sonstige Berichte. Vielen Dank. Bis später. Ciao, ciao. GoPro, stop recording. Ciao, ciao. Ciao. So, da haben wir auch zwei Motorradfahrer, die sich hierher verirrt haben. So, was haben wir hier? Wer stört uns? Wow, cool, was ist das für eine Maschine? GoPro, turn off. GoPro, turn off. Verdammt, geht nicht. GoPro, turn off. Yeah.